Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Also mit den ersten Umsätzen waren wir natürlich alle sehr froh, dass sich die realisieren ließen, wenngleich auch es völlig utopisch schien, dass man da in relativ absehbarer Zeit zu noch einer schwarzen Null das führen kann. Mhm. Und insofern, als das auch die eigenen Mittel irgendwann in einem erschöpft sind, letztlich war völlig klar, und das war ja auch die Absicht, deutlich früher eigentlich schon, aber die Absicht dann irgendwann auch einen Investoren mit an Bord zu bekommen. Also kurz gesagt, und das ganze Cash verbrannt und dann bemerkt, oh, aber das könnte laufen, und dann gibt es das Risiko, kurz vor der Oase zu verdursten, und das ist wirklich das Schlimmste. Das ist, und das ist, hat die Geschichte bestimmt schon x-mal geschrieben, dieses Bild, das du da beschreibst. Nicht? Mhm. Also wir haben ganz großes Glück gehabt, dass das bei uns anders kam. Ich habe mit mehreren Investoren gesprochen. Da war die erste Reaktion meist sehr positiv. Aber solche, das ist ja auch ein Kennenlernen und ein tiefer Einsteigen und das Verstehen und in die wirklich tief verstehen wollen. Also ein länger währender Prozess. Und ja, an einem sonnigen Nachmittag klingelte das Telefon völlig unerwartet, ehrlicherweise. Und dann hatte ich einen Kollegen vom TÜV am Apparat, und der das wohl gesehen hat, das Siegel gesehen hat. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir einige Presseaufschläge, das in der Presse wahrgenommen hat und sich einfach schlichtweg dafür interessiert hat, wie wir das machen und was wir da machen. Und Moment, ja, ich möchte das kurz mal, das sind diese Momente, die, also das muss man sich so bildlich vorstellen. Also ich mache mal eine kleine emotionale Darstellung, okay? Also ihr habt ein super Produkt, du hast sehr, sehr viel Eigengeld daran gesteckt. Viele Leute haben dich auf die Strecke gesagt, du Felix, bist du dir da sicher? Und also Zweifel angedeutet. Du wahrscheinlich hast auch mal ab und zu gedacht, ob das gut geht. Die ersten Kunden kommen, die ersten Umsätze kommen. Dann hast du auf einer Seite dieses, ob das eine gute Idee ist, zumindest beantwortet. Aber Cashflow is a bitch, wie Ayan Yuruk sagt. Den zitiere ich in fast jede Folge von diesem Podcast. Cashflow is a bitch. Du gehst raus. Um so irgendwie so Investoren und so, hattest du da Erfahrung mit Investoren? Wusstest du, kanntest du die Sprache Investoren? Hattest du Kontakte? Ganz wenige, ganz wenige. Also völlig blauäugig, sagen wir mal. Ne? Ja, ich glaube. Und du hattest damals natürlich noch nicht 0 auf 1 hören können, um zu wissen, wie sowas geht. Und dann klingelt das Telefon. Da ist jemand vom TÜV. Und du sprichst mir jetzt vom Glück. Du hast das Wort Glück gesprochen. Also sorry, ich habe wirklich ein Problem mit diesem Ausdruck. Ja, Glück ist es nicht.